Viele Zuschauer, aber auch viele Freunde, die ich habe, die sagen mir dieser Tage, es macht alles überhaupt keinen Sinn mehr. All das, was gerade gemacht wird, beschlossen wird, da ist etwas geöffnet, da ist alles geöffnet, da ist nur ein Teil geöffnet, da ist alles geschlossen, da ist nur ein Teil geschlossen. Bestimmte Institutionen werden geschlossen, bestimmte Einrichtungen werden geschlossen, andere werden geöffnet. Manche Läden sind geöffnet, andere wiederum sind geschlossen, nur zugänglich mit bestimmten Restriktionen oder bestimmten Dingen, die ich getan habe. Und immer mehr, wie gesagt, Zuschauer, aber auch Freunde und Bekannte sagen mir, das macht alles keinen Sinn. Da ist keine Logik dahinter. Da steckt kein System dahinter. Was ist hier los? Nun, wenn man sich in einer solchen Situation befindet, dann ist klar, dass da etwas ganz Großes, etwas viel Größeres dahinter steckt. Ja. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Ja, der Mensch kann noch so viele Dinge beschließen, tun möchten. Ob es zugelassen wird, das ist die Frage. Gott lässt es zu. Gott lässt gerade zu, dass wir auf diesem Planeten ein absolutes Chaos haben. Und zwar ein so großes Chaos, dass immer mehr Menschen sich fragen, wo ist eigentlich da die Logik? Was ist hier los? Es macht keinen Sinn. Und wenn ich in einer solchen Situation bin, dann ist klar, dass eine ganz, ganz große Veränderung bevorsteht. Bevor sich etwas radikal verändert, gibt es erstmal Chaos. Das ist ganz normal. Jeder weiß das, jeder Mensch anhand seiner Erfahrungen. Wir haben jahrelang immer so weitergemacht. Uns war eigentlich gar nicht bewusst, und das ist ein Spruch meiner Mutter, wie gut wir es haben, wie gut eigentlich alles funktioniert. Und dieses gute Funktionieren hat dafür gesorgt, dass es für uns selbstverständlich ist, dass wir immer so weitermachen. Wir hätten auch noch vielleicht Jahre so weitergemacht. Ja, es gab einige Anzeichen, dass einige Dinge womöglich nicht mehr so waren, an der Oberfläche zwar gut aussahen, aber darunter steckte schon in den vergangenen Jahren, auch schon 2017, 18 und 19, ein ganz großes Chaos, vor allen Dingen im Finanzwesen. Und jetzt haben wir eine weltweite Geschichte, die dafür gesorgt hat, dass das Chaos noch viel größer wird. Und viele, viele Dinge, die gerade beschlossen werden, in dem einen Land so, in dem anderen so, es macht alles keinen Sinn. Sogar im eigenen Land, sogar in der eigenen Stadt. Es macht keinen Sinn. Sogar in Nachbarstädte, in Nachbarregionen fragen sich Menschen, was das alles soll. Und das führt dazu, dass immer mehr Menschen sagen, es interessiert mich nicht mehr. Ich kümmere mich nicht mehr darum, ich kümmere mich nur noch um mein eigenes Leben, um mein eigenes Wohlergehen. Das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, ja. Aber wenn ich etwas laufen lasse, wenn ich mich nicht drum kümmere, wenn ich nichts tue, dann wird das Chaos womöglich nur noch größer. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo mehr und mehr Menschen aufwachen und auch aufwachen müssen. Hier sehen wir gerade, dass ein System und womöglich sogar ein weltweites System, da geht es nicht um politische Systeme, sondern dass ein weltweites System gerade an die Wand gefahren wird. 99% der Menschen haben es noch nicht verstanden, sie haben es noch nicht gesehen. Die ganz große Veränderung, der ganz große Shift, die ganz große Energiewende. Und wir machen immer weiter, trotz allem, trotz allem. Jetzt gibt es neue Währungen auf dem Markt. Angeblich
sind sie weniger kontrolliert und versprechen uns die große Freiheit. Ist es so? Die Kryptowährungen, die Bitcoin und Ethereum, die Kryptowährungen, die Blockchains, die Lösung jetzt für alles. Nun, wer sich ein wenig damit auseinandersetzt, wird feststellen, dass auch das nicht die alleinige Lösung sein kann. Diese Währungen, diese Art neuer Währungen, die auf Energie aufbauen, auf Quantenphysik, wenn man so will, ja, da gibt es auch einige Experten auf dieser Welt inzwischen, Quantenphysik. Es gibt zwei große Quantencomputer weltweit, nur zwei, die all diese Kryptowährungen kontrollieren. Zwei, nicht mehr und nicht weniger. Einer dieser großen, weltweit großen Quantencomputer gehört China und der andere gehört Google. China und Google bestimmen also womöglich vom Finanziellen her auf diesem Planeten unsere Zukunft, aber auch von allen Blockchains. Und Blockchain hat natürlich nicht nur mit Finanzen zu tun, sondern auch mit Kontrolle. Kontrolle auf ganz, ganz vielen Gebieten. Nichts geschieht, was nicht geschehen darf. Gott lässt es alles gerade zu und schaut sich an, was passiert. Alles ist Energie. Wir sind Energie. Wir sind Lichtwesen. Und es macht alles im Augenblick gar keinen Sinn. Oder doch? Großes Fragezeichen. Die Zeit des Laufenlassens, die Zeit des Wir sehen mal, die Zeit des Ich warte mal ab, wie alles sich entwickelt. Nein, die Zeit ist vorbei, glauben Sie mir. Und auch die Zeit der schnellen, kurzfristigen Lösung. Viele Menschen sind gerade in einer Situation, wo sie sagen, ich mache das mal. Ich mache alles, was von mir erwartet wird. Denn ich möchte wieder mein altes Leben zurück. Ich möchte das alte Leben zurück. Ich möchte wieder reisen, so wie vorher. Ich möchte wieder 2 Wochen im Sommer in Urlaub in einem All-Inclusive-Hotel. Und das geht halt nur, wenn ich das mache. Es ist die kurzfristige Lösung, natürlich. Was sind die langfristigen Folgen meiner Entscheidung? Jede Entscheidung, die ich treffe, jede einzelne Entscheidung, die ich treffe in meinem Leben, hat eine langfristige Folge. Immer. Immer. Jede Entscheidung, die ich treffe. Glauben Sie mir das. Auch wenn es im Augenblick nicht so danach aussieht und wenn es auch unterschiedliche Gewichtungen gibt. Jede Entscheidung hat eine langfristige Folge. Und leider, leider denken die meisten Menschen nicht über die langfristigen Folgen nach. Sie folgen ihrer kurzfristigen, schnellen Befriedigung. Und wir sind gerade an einem Punkt, wo das nicht mehr funktioniert. Wir brauchen jetzt unseren klaren Verstand und auch unser Bauchgefühl. Hören Sie auf Ihren Verstand und hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Und ja, ich denke, der Verstand, der sagt, alles ist im Augenblick ein großes Chaos, nichts macht mehr Sinn. Die Entscheidungen, die getroffen werden, die Restriktionen und die Freiheiten, die wir bekommen, wenn wir bestimmte Dinge machen, es macht keinen Sinn. Ich denke, das Gefühl ist richtig. Es ist eine ganz große Veränderung im Gange. Eine ganz große Veränderung, die jeder von uns spürt. Manche mehr, manche weniger. Das Chaos, das letztendlich für Ordnung sorgt. Aber noch sind wir im Chaos. Und einige sehen es und andere sehen es nicht. Es ist an uns, mit Hilfe unseren freien Willens, dafür zu sorgen, dass wir gut durch diesen Sturm, durch dieses Chaos hindurchkommen. Jeder kann es selbst entscheiden. Ich werde niemandem sagen, wie er zu entscheiden hat. Ich kann auch für niemanden entscheiden. Absolut nicht. Jeder muss es für sich selbst entscheiden. Aber ich kann nur sagen, dass egal welche Entscheidung ich treffe, dass es immer
eine langfristige Folge gibt. Also treffen Sie Ihre Entscheidungen richtig.